Hallo zusammen, hier ist wieder Euchela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir uns heute mal wieder um mein kleines Gold-Tagebuch kümmern. Ich hatte jetzt die letzten 1,5 Wochen, 2 Wochen dazu kein Video gemacht. Jetzt wollte ich mal wieder ein bisschen durchstarten. Liegt zwar auch so ein bisschen dran, 8.3 ist jetzt von einer, ja, jetzt mittlerweile ist etwa ein Monat draußen. Ich habe relativ viel Mount Farm betrieben, relativ viel Achievement-Gedöns gemacht, bin jetzt nicht so viel zum Gold ge machen gekommen. Deswegen ist es quasi das Gold-Tagebuch nur noch alle 2 Wochen und nicht mehr jede Woche. Dementsprechend da so ein bisschen zur Erklärung. Ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt mal ein bisschen rein, wo wir vom Stand her das letzte Mal waren. Also sprich vor 2 Wochen. Und zwar, jetzt wird es hier ein bisschen heller, waren wir ja vor 2 Wochen insgesamt bei 14 Millionen, 14 Millionen und ja, ein bisschen was quasi, fast 15 Millionen. Hier müssen wir ja gucken, das war ja der Plusbetrag. Also haben wir da doch schon einiges Richtung unserem Mount, was wir uns holen wollen, das ist das Magic Rooster Egg, hingearbeitet. Und wir hatten 1,4 Millionen plus gemacht in 2 Wochen. Also sprich, das war relativ schlecht. Jetzt gucken wir mal, was wir die letzten 2 Wochen gemacht haben. Wie gesagt, ich war jetzt auch nicht so aktiv mit Goldfarmen. Ich hatte beim Main Char am Schluss 8 Millionen und 80.000 Gold. Und jetzt gucken wir mal rein. Ich bin bei 8 Millionen 300k. Also wirklich tatsächlich nur eine minimale Änderung. Wir haben aber noch einiges im Postkasten. Boosting-Geschichten habe ich tatsächlich fast keine gemacht und ich habe auch relativ viel Gold tatsächlich ausgegeben für Flask, Barfoot, andere ja, Mats, die ich für den Raid oder für die Visions oder auch Mythic Plus brauche. Ich war auch so relativ gut unterwegs, habe jetzt zum Beispiel alle Mythic Plus Innies in Time gespielt, auch das schicke Mount Mirror gespielt und dementsprechend ist da bestimmt sind da 300, 400k draufgegangen. So viel Mats, wie ich gekauft habe, teilweise im Abend 30, 40k an Item-Sachen. Genau, aber ich habe natürlich auch jetzt einen Haufen gerestockt. Das darf man auch nicht vergessen. Ich habe nämlich, bin jetzt wieder ordentlich eingestiegen in das Berufegeschäft. Ihr seht alleine, hier sind 300.000 Gold drin, die wir jetzt von 400 Items ja, erwirtschaftet haben. Und ich habe jetzt auch Expulsum wieder ordentlich hochgesteckt. Ich bin jetzt wieder bei 442 Expulsum mit dem Char. Auch mit anderen Chars habe ich einiges investiert, um einfach wieder so ein bisschen die Möglichkeit zu haben, quasi hier so ein bisschen ja, die Sachen herzustellen und Gold zu machen. Also hier haben wir schon mal 300k drin. Es sind sogar noch 23 Postsendungen mehr. Und ich würde sagen, die nehmen wir mal raus. Und hierzu viel kann ich jetzt nicht sagen. Das Ganze, was hier eigentlich drin liegt, sind zu 95% ja, die Schmiede- und Leder-Items, die ich auf Antonidas verkauft habe. Und ihr seht, zwischendrin sind ein paar Fehlverkäufe. Das sind die Kebab-Sachen, die ich eigentlich ursprünglich eingekauft habe, um sie in die Visions zu benutzen. Die muss ich nur auf die Blacklist quasi packen, dass die dann nicht mehr hier mit auftauchen oder hier ein bisschen Erz oder solche Sachen. Die will ich eigentlich nicht mit dem Char verkaufen. Aber ihr seht schon, dann geht das Gold natürlich ordentlich hoch, wenn wir dann nochmal 300k draufpacken. Und ähnlich sieht es auf den Twinks aus. Auf denen war ich dann auch aktiv, habe dann auch gerestockt und ja, habe da versucht, ein bisschen nebenbei Gold zu erwirtschaften. Mit den Twinks eher jetzt so die letzten 3, 4, 5 Tage. Einfach aus dem Grund, weil ich mit dem auch noch sehr gebunden war. Ich habe viele Rares gekämmt, um da noch das ein oder andere Mount zu kriegen, das ein oder andere Toy. Da bin ich jetzt mittlerweile schon ganz gut aufgestellt. Ich habe fast alles. Also bald kann ich die Twinks wieder ausschließlich dafür nutzen, um Gold zu machen. Und jetzt sehen wir sind jetzt bei 8.660.000. Wir haben jetzt hier Plus gemacht. 355.000. Ich glaube, so viel hatte ich noch nie mit dem Schmiede- und Lederchar. Ich habe mich jetzt aber auch die letzten paar Tage hier tatsächlich dahinter geklemmt. Genau, dann gucken wir mal auf den zweiten Account. Das ist quasi mein Char, wo ich auf Antonidas alles Mögliche an Transmog und Krempel verkaufe. Der hat über 1000 Items hier im Auktionshaus. Also ihr seht, da ist eine ganze Latte an Zeug drin und ab und an kriegen wir wieder ein bisschen was verkauft. Und auch der Char hat hier 118 Mails mit drin und dementsprechend, ja, ist da halt alles Mögliche dabei. Von irgendwelchen Rohstoffen, von Pets über Transmog. Wir können mal hier zum Beispiel gucken. Das hier ist irgendeine Klinge, also ein Transmog-Item. Hier haben wir auch nochmal einen Plattenkopf. Ja, und da sind halt dann auch nochmal hier mehrere Leinen dabei und alles. Also mit dem habe ich wirklich alles, was ich mit den ganzen Chars bekomme, schicke ich dem und hau das einfach immer wieder ins MH. Man muss echt sagen, es dauert teilweise lang.
Also teilweise bin ich mit dem eine halbe Stunde am Reposten. Das Schöne ist, das ist natürlich mein zweiter Account. Ich mache mit dem Main-Account was und nebenbei haue ich immer wieder das Zeug rein. Mit TSM geht das ja schon, nicht zwar nicht ganz automatisch, aber zumindest die Preise auswählen und das Reinpacken kann ich ja machen, ohne dass ich darauf reagieren muss. Dann muss ich ein bisschen mit dem Mausrad quasi die Sachen einstellen, fertig. Also da ist es ein minimaler Aufwand. Wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte den als ausschließlichen Account, dann so viel Zeit pro Tag, oder ich habe es jetzt mittlerweile umgestellt, dass ich jetzt nicht mehr für 24 Stunden, sondern hier diese Crap-Sachen für 48 Stunden einstelle. Hat natürlich den Nachteil, man hat höhere Einstellgebühren, aber man muss es halt nicht mehr so oft machen. Und da will ich mir einfach ein bisschen Zeit sparen, dass ich das nicht mehr jeden Tag einstellen muss. Ja, was war das jetzt insgesamt an Gold? 56k ist jetzt nicht die Welt, aber ihr müsst überlegen, dafür, dass das eigentlich lauter so Mist-Items waren, die man vielleicht sonst eigentlich gar nicht ins Haar haut, ist es schon tatsächlich gar nicht so verkehrt. Ich habe jetzt hier noch ein paar andere. Und zwar habe ich jetzt hier noch meinen Charm, mit dem ich ein bisschen Schneider-Items bastel, beziehungsweise auch verzett habe. Mit dem habe ich jetzt auch einiges dann nochmal auch an Kristallen gemacht. Ich habe ja, ihr habt ja jetzt hier gesehen, auf dem Main habe ich ja relativ viel Expulsum wieder. Also über 400 Expulsum habe ich wieder geschaffelt und darüber hinaus, glaube ich, noch 300 gestern, die ich schon aber wieder in Items investiert habe. Das Problem ist halt immer, dass im Moment die Expulsum-Kosten relativ hoch sind, weil ihr seht, teilweise hier die eine Hose kostet 5 Expulsum zum Herstellen, die Schuhe kosten 5 Expulsum zum Herstellen, die Hände kosten 5 Expulsum zum Herstellen, obwohl ich Rang 3 habe, ne? Also obwohl man die maximalen Ränge hat, braucht man so viel Expulsum und da, dann geht das Zeug halt viel, viel schneller weg. Davor hat man halt dann vielleicht nur ein oder zwei Expulsum pro Item gebraucht oder maximal mal drei und das haut jetzt halt schon mal wesentlich mehr rein. So. Hier, ihr seht schon, ich stehe mit dem am Schrein rum, weil ich mit dem nebenbei auch noch die Rares mitgenommen habe, die ich zum Glück mittlerweile alle habe, zumindest die Mounts. Und da können wir jetzt auch mal reingucken, was der an Gold hat. Und auch hier seht ihr, ist jetzt nicht übertrieben viel, aber auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Es sind nochmal 200.000 Gold, was wir mit dem eingenommen haben. Und das sind halt, ja, Schneider-Items und halt auch, wie ihr seht, sehr, sehr viele Splitter. Hier sind es mal 370 Splitter, mal 300 Staub und so weiter. Also da gibt es, hier sind es nochmal 100 Splitter, hier sind es nochmal 200 Staub. Also ich verkaufe schon sehr viele von den Sachen und ich habe auch nochmal viele im Auktionshaus. Also ich glaube, ich habe heute alleine 2.000, 3.000 Splitter ins Auktionshaus gestellt tatsächlich. Einfach nur, weil das ab Fallprodukt ist von den Handgelenken, die ich crafte, um wieder Expulsum zu schaffen. Dann habe ich halt auch ein paar blaue und die kann ich halt wiederum verwenden, um Splitter zu kriegen. Ihr seht, 1600 Splitter haben wir hier noch im AH. Hier sogar nochmal 500, also 2000 habe ich sie anscheinend für einen unterschiedlichen Preis eingestellt, so wie es mir scheint. Also da ist nochmal einiges drin. Jetzt würde ich sagen, nehmen wir das auch nochmal raus. Die 200k gibt natürlich wieder ein gutes Plus. Man muss natürlich hier auf jeden Fall sehen, dass das nicht alles Gewinn ist, sondern ich habe natürlich auch davor was investieren müssen und dementsprechend, ja, ich glaube, die Differenz, das haben wir jetzt blöderweise nicht geguckt, aber ich habe vor dem Video geschaut gehabt, das, was ich als Differenz hatte, hier bei dem zweiten Account, wo ich hier nur Sachen crafte, war ich ja letzte Woche auf 600 oder vor 2 Wochen auf 600. 6.878.000. Ich war jetzt, glaube ich, nur noch auf 6.400.000 ein paar zerquetscht. Also ich habe tatsächlich 400.000 Gold genommen und die wieder in irgendwas investiert. Sei es in Mats oder auch in andere Sachen. Ich habe gut zwischendrin habe ich mir auch für kleinere Beträge mir wieder Transmog gekauft. Das geht natürlich auch mal von meinem Goldbetrag weg. Aber das fällt jetzt nicht im Gewicht. Das sind vielleicht 100k in der Woche oder so, was ich für Transmog. Ich kaufe mal auf dem Server ein Ding für 1-2k, hier mal eins für 3k. Und das summiert sich dann halt auf. Ich kaufe eigentlich jeden Tag immer so die günstigsten Sachen aus dem AH raus, dass ich irgendwann mal alles zusammen habe. Bin zwar jetzt nicht der größte Transmog-Farmer, aber ich habe das so als kleines Feld entdeckt, wo ich sage, okay, da kann ich vielleicht nochmal wo ein bisschen ran progressen, um was zu vervollständigen und ja, deswegen verkaufe ich mir da auch noch ein bisschen was und naja, dafür kommt ja noch genug Gold rein, dass ich mir das leisten kann und nebenbei mir hoffentlich irgendwann das Magic Rooster Egg noch kaufen kann. Jetzt loggen wir noch einmal hier auf meinen Char, der Inschriftenkunde hat. Da machen wir eigentlich mal ganz okay Umsätze und da habe ich auch wieder sehr viel ja, Gold reingesteckt, vor allem auch
in diese Pigmente, dass man die wieder umforschen kann, quasi in die einzelnen Tränke. Und da habe ich, weiß nicht, 100, 200k oder so. Also richtig, richtig viel. Und auch auf der Hornseite, auf Blackmoor, habe ich auch sehr, sehr viel rein investiert, um da einfach wieder ein bisschen was zu haben. Ich kann euch da mal was zeigen. Alleine, was ich jetzt hier an Pigmenten auf der Bank habe, das sind 7600 Pigmente und von denen sind es nochmal 5400. Von denen habe ich jetzt noch eh viel. Das sind tatsächlich alles die Abfallproduktpigmente. Oh, ich habe hier sogar noch, wo habe ich denn da noch so Pflanzen auf der Bank? Okay, die müsste ich vielleicht mal verwenden. Also, ihr seht schon, da ist relativ viel Zeug noch da. Und das Zeug, was halt nicht Abfallprodukt ist, habe ich halt wieder verwurstet in andere Sachen. Ich bin nämlich jetzt auch in die Rollenproduktion eingestiegen. Heißt, im Moment gehen die Rollen relativ gut weg. Hier Rollen der Seelenstärke, also diese Kriegsrollen, Int oder auch hier die Geschichte für Angriffskraft. Liegt so ein bisschen dran, klar, in M+, man hat nicht immer die Buffs dabei. Jetzt ist wieder, sind viele wieder in M+ unterwegs. Im Raid ab und de zu denke ich mal auch, aber die meisten Raid-Gruppen haben natürlich dann die Buffs drin. Und was halt sehr viele Leute machen, was sie auch solo machen, sind halt einfach die Visions. Und da bin ich persönlich auch jemand, der diese Rollen nutzt, denn oft geht man halt, wenn man die Vision Solo geht, hat man halt nicht die Buffs, weil man sie selber nicht hat. Und dann ist es halt praktisch, wenn man sich selber buffen kann. Es macht tatsächlich erheblich was aus in den Visionen. Deswegen gehen die gut weg. Und ich habe jetzt auch einige hergestellt. Jetzt sind die Preise wieder ein bisschen gedroppt tatsächlich. Die waren mal auf 250 Gold gestern. Jetzt ist es wieder ein bisschen runtergegangen, aber so ein bisschen was macht mir immer. Ihr seht, hier habe ich 33 Int-Runen Rollen verkauft. Also ich habe heute nochmal alles hergestellt. Ich habe anscheinend schon ein bisschen was verkauft. 11 von denen, 33 von den Rollen. Hier unten seht ihr 20 Rollen. Hier haben wir mal 67 Rollen verkauft. 40 Rollen, 10 Rollen. Also das lohnt sich tatsächlich. Man muss aber immer sagen, es dauert relativ lang, die ganzen Sachen zu klein zu machen, zu den Tränken zu machen, zu den Rollen zu machen. Also das ist ein Zeitfaktor. Aber das kann man natürlich alles automatisieren, indem man das, ja, also man kann quasi alles herstellen machen und kann dann theoretisch irgendwie was anderes machen. Irgendwie was zum Essen machen oder keine Ahnung was. Also das ist recht praktisch. So, hier haben wir nämlich auch wieder relativ viel Gold drin, 263.000. Und damit müssten wir eigentlich schon mal die Investitionen, die ich getätigt habe, wieder drin haben. Ja, und ihr seht, das sind halt viel von den Kompendien sind hier einmal drin und halt auch von den Rollen. Also da haben wir durch die beiden Quellen relativ viel Gold gemacht. Der hat jetzt hier als Zweitberuf noch Alchemie, aber das nutze ich zurzeit gar nicht. Liegt aber auch so ein bisschen daran, dass ich zu faul war, mir die Rang 3 Rezepte für die Flasks zu holen. Und am Anfang, wo der Raid rauskam, war es tatsächlich sinnig, da Flasks herzustellen. Das habe ich irgendwie so ein bisschen verpasst. Wie eingangs erwähnt, liegt es halt auch ein bisschen daran, weil ich den Fokus da halt gar nicht aufs Gold gelegt habe, sondern halt auf diese ganzen Collectibles, ne? Und eigentlich wäre das der Zeitpunkt gewesen, wo man am meisten Gold hätte machen können. Aber gut, ich will meine Mounts halt haben, ne? So, dann, wie viel haben wir jetzt hier? 263 haben wir gemacht. Jetzt würde ich sagen, gehen wir nochmal auf Blackmoor. Und da habe ich nämlich auch mit 2, 3 Chars ein bisschen was erwirtschaftet. Blackmoor. Dann können wir mal gucken. Achso, ich kann auch gleich schon mal eintragen, was ich mit dem anderen Char hier gemacht habe, dass wir das schon mal richtig auf der Tabelle haben. Also, wir haben 8.661.000. 8.661.000. Also hier mit dem Anführungszeichen Boost-Char haben wir ja ein bisschen über eine über eine halbe Million gemacht. Das ist schon mal ganz nett. Jetzt muss ich mal noch schauen, was ich mit dem Craft-Char gemacht habe. Ich schätze mal, da wir ja, wie gesagt, diese Investitionen von etwa 400k getätigt haben, wird da jetzt nicht so ein übertriebener Gewinn rauskommen, aber das wird auch definitiv die nächsten Wochen noch die Früchte tragen. Ich habe das jetzt alles erst an dem Wochenende gemacht. Dementsprechend, ja, wird dann auch die nächste Zeit ordentlich was rumkommen. Achso, ich muss jetzt auf den Hornenschar switchen. Schauen wir mal, was der hier drin hat. Auch 245.000 Gold, also das sieht schon mal gut aus. Mit dem verkaufe ich auch hier sowohl Schmiede als auch Lederer-Items und schaue, dass ich die immer wieder reposte. Hier seht ihr, da sind noch einige Mats zwischenrein, die fehlgelaufen sind. Zwischendrin hat sich mal bei mir irgendwie beim zweiten Account zumindest TSM resettet. Ich weiß auch nicht warum. Und dann musste ich meine ganzen
Gruppen neu machen, die überschaubar sind. Aber ich habe zum Beispiel so eine No-Sell-Gruppe, wo ich zum Beispiel diese Mats reinpacke, dass die halt einfach nicht verkauft werden. Und das hatte ich irgendwie am Anfang, hat das irgendwie rumgebackt, dann waren die alle weg und naja, jetzt habe ich dann teilweise meine Mats verkauft. Aber ist jetzt nicht dramatisch tatsächlich. So, nochmal 245k. Jetzt muss ich mal gucken, was wir overall hier schon haben. 1.200.000. Ah, okay, also da sind wir doch schon wieder ein gutes Stück im Plus. Ja, 4 Millionen im Plus dafür, dass ich, also 8 Millionen insgesamt, Millionen sage ich, 600, quasi 400.000 im Plus, 800.000 quasi insgesamt gemacht mit dem Zeug. Und jetzt haben wir noch einen Char, wo wir gucken können. Nochmal Inschriftenkunde und der hat, glaube ich, auch noch Schneider, wo ich unterwegs bin. Und ich bin schon am Überlegen, ob ich jetzt noch ein bisschen expandiere. Und zwar, ich habe ein, zwei andere Server im Blick, wo ich was machen möchte. Das Problem sind so ein bisschen die Abzeichen, die Ehrenabzeichen. Man braucht die ja, um quasi die höheren Ränge zu holen. Und da ist es ein bisschen schwierig im Moment, weil ich habe vielleicht nur so 50, 60 Ehrenabzeichen. Und ich müsste mir da halt dahingehend ein paar farmen. Ne? Und ja, da muss ich mal schauen. Es wäre natürlich gut, wenn man noch auf mehreren Servern quasi das aufteilen könnte, dann könnte man da noch mehr Gold generieren. Aber mal schauen. Erstmal bin ich mit den zwei Servern ganz zufrieden. Und ja, jetzt, wenn ich dann ein bisschen mehr Zeit habe, weil viel Collectible-Stuff ist jetzt weggefallen, dann können wir vielleicht nochmal gucken. So, hier haben wir nochmal 113 Mace drin. Auch hier habe ich relativ viele Kompendien, wie ihr seht, verkauft. Ein paar Items auch hier von Schneiderei. Da sind die Preise jetzt nicht so ganz krass. Und aber auch hier habe ich kurzfristig angefangen, die Rollen zu verkaufen. Ihr seht hier 56 Rollen, 11, 48. Also tatsächlich sind hier auch einige Rollen weggegangen. Und das ist so ein Markt, den ich für mich ein bisschen entdeckt habe, der recht gut Gold bringt, zumal man da sehr viel am Stück herstellen kann. So ein Kompendium braucht mal einen Spieler einmal, aber von diesen Kriegsrollen, da kauft mal einer. Hier ein 20er Stack, hier mal 20, 30. Also damit kann man. Das ist einfach ein Consumable-Item und damit kann man relativ viel verkaufen. Im Moment gehen die gut, ich vermute wegen den Visions, also dafür benutze ich sie halt auch. Viele Leute progressen da noch. Ich schätze mal, das wird jetzt auch irgendwann wieder abflachen, aber im Moment gehen die Items sehr, sehr gut. Aber wenn ihr auf Blackmoor und Antonida spielt, stellt die nicht her. Lasst mir meinen Markt, ja. Auf allen anderen Servern okay, aber hier muss ich auch mein Gold machen. So, jetzt schauen wir mal, da sind noch die restlichen 13 Items. Wollen wir dann auch noch raus? Oh, jetzt geht es mit dem Gold auch hoch. So, jetzt schauen wir mal, was wir da schlussendlich haben. Wir sind auf einem Endstand von 7.553.000. 7.553.000. Und damit sind wir wieder ein gutes Stück im Plus. Und zwar sind wir jetzt bei 16.200.000. 1000 Gold und haben 1,2 Millionen plus gemacht. Wie gesagt, das ist jetzt für 2 Wochen tatsächlich nicht sonderlich viel, aber ihr habt ja gesehen, die größten Sprünge hatte ich tatsächlich halt immer durch Boost-Geschichten und da ich kaum was geboostet habe, weil ziemlich viele andere Sachen auf der Tagesordnung stehen, ist es natürlich nicht so viel, aber wir haben tatsächlich durch Berufe sehr große Sprünge gemacht. Wenn ihr jetzt hier die Sprünge anschaut, die waren immer nicht sonderlich groß und jetzt ist der halt doch schon ja, ganz gut, vor allem wenn man noch bedenkt, dass ich halt sehr viel investiert habe. Ja, gut, dann sind wir damit am Ende von dem kleinen Goldtagebuch. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare, falls ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, hey, schau dir das mal an, das geht gerade richtig gut, bin ich gern bereit, das zu machen. Oder vielleicht auch für die Community irgendwas in die Kommentare schreiben, was vielleicht anderen Leuten noch helfen würde, würde mich auf jeden Fall freuen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.